Sie heute einladen oder haben Sie eingeladen zu einem Empfang, der kein Neujahrsempfang ist, sondern Empfang unter dem Motto Mut tut gut. Nein, also ich habe mir beim Kieferle die Zähne anschauen lassen und ich habe mich gefragt, ob er mir kurz etwas über die Innovationsregion Schwäbische Donau erzählen darf. Da habe ich mir noch gedacht, er macht es kurz. Wo ich jetzt ein bisschen durcheinander komme, Herr Wolf, beim Sportverein in Rickwisshausen haben Sie einen Fasan erstochen. Also ich habe gelesen, Fasanstich. Fassanstich, sowas. Lieber Freund Schnitzel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, lieber Freund Schnitzel, das stimmt, ich habe ihn als Freund aufgenommen. Wir Politiker haben uns abgewöhnt, wählerisch zu sein. Gebürtig bin ich in Oberschwaben. Und wenn ich dann im Land unterwegs bin und den Leuten erkläre, was ich ein Oberschwabe, dann versuche ich das immer so deutlich zu machen, als es gibt den Kellner und es gibt den Oberkellner. Es gibt den Lehrer und es gibt den Oberlehrer. Es gibt den Bürgermeister, es gibt den Oberbürgermeister. Will damit sagen, Ober ist immer ein bisschen mehr. Und so gibt es den Schwaben und den Oberschwaben, meine Damen und Herren. Auseinander. Lass dir ruhig. Plötzlich das Jahr 2023. Das Rathaus hat samstags geöffnet und freut sich über regen Publikumsverkehr. Trauungen sind jetzt an 7 Tagen in der Woche möglich. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Donau-Notenbank, Josef Hoffmann, hat mitgeteilt, dass demnächst Donautaler mit dem Antlitz von Winfried Asfalk gedruckt werden. Und wie ich aufgewacht bin, habe ich mir so überlegt, alles, was man sich eigentlich vorstellen könnte, könnte schon passieren. Und ich könnte mir jetzt zum Beispiel total gut vorstellen, dass die Frau Eisele mit ihrem Stellvertreter auf die Bühne kommt und mal bei mir Danke sagt und auch bei den anderen, die da mitgemacht haben. Ich würde sagen, jetzt ist Spontanität gefragt. Vor dem Kino liegt zu Fies tonnenweise feines Kies, denn die Donau, die man findet, ist das Band, das uns verbindet. Riedlingen, so ist's mein Traum, ist Perle hier im Donauraum.